Moin Moin, ich bin Tizian und begrüße dich ganz recht herzlich zu einer weiteren Folge LS17 auf der Apps auf der Heide. Und wie gestern ja schon angekündigt, werden wir heute mal so ein paar Sachen, die ich auf Dauermiete hatte, mal langsam wegbringen. Sprich, der Grubber ist jetzt noch da und auch der Grubber ist noch da und auch die Ballenpresse. Das sind ja gemietete Sachen. Ich könnte mir auch überlegen, den großen Überladewagen wegzubringen, ne? Weil diese ganze Geschichte mit, ja, oh, warte mal, ich habe eine andere Parkplatzmöglichkeit für den Kollegen. Da hinten ist ja die andere Wiese noch, da würde ich lieber da drauf fahren. Was wollte ich sagen? Der große Überladewagen kann eigentlich auch weg, ne? Den hatten wir ja gehabt wegen Häckseln. Hört zum Häckseln. Und den haben wir ja eigentlich kaum im Einsatz. Ist das Gespann eigentlich auch ausgeliehen? Ich glaube, Gras häckseln will ich eigentlich demnächst nicht mehr. Das heißt, da können wir mal gucken, ob wir das auch wegbringen. Okay, warte mal, ich muss hier auf die gemieteten Fahrzeuge. Und zwar, nee, das ist nicht ausgeliehen. Okay, das ist nicht ausgeliehen. Was aber noch ausgeliehen ist, ist der große Grubber auf jeden Fall. Ein Anhänger. Ja, ein Anhänger können wir noch mit wegbringen. Denn ein Tandem-Anhänger und auch den großen Ladewagen, den brauche ich definitiv noch. Da können wir mal gucken, ob wir den loswerden wieder vor Mitternacht. Und die Ballenpresse. Die soll auf jeden Fall weg, weil die ist definitiv teuer. Ich muss einmal ganz kurz durchskippen zu dem Kollegen hier. Weil der wartet darauf, entladen zu werden. Und das wollen wir natürlich auch gerne machen. Ja, das Ding wäre halt wirklich für die ganzen Löcher, die da oben sind, gegebenenfalls doch einen Bagger zu besorgen, ne? Einen Bagger. Mit dem man das schön denn hochkippen kann. Wobei natürlich der Kollege hier auch ordentlich Dampf hat und hier so eine Ladung auch komplett hochbringt, ne? Aber letztendlich, ich kriege das halt mit sowas hier nicht schön vollgeschüttet, ne? Da immer noch Dellen drinne. Ja, und jetzt bin ich halt schon wieder runtergerollt. Das Ding ist halt, es füllt sich halt nicht bis nach oben hin auf, sondern immer nur so ein bisschen, ne? So ein bisschen. So ein Bagger wäre, glaube ich, eine schöne Spielerei. Fährst du hier an den Rand und dann ziehst du es immer so hoch. Eine Spielerei wäre es auf jeden Fall. Da fehlt auch nicht mehr viel, bis es voll ist, ne? Ach ja, das ist schon so ein Dauerprojekt gewesen oder ist so ein Dauerprojekt, die Geschichte hier voll zu machen. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt nicht CP dafür hätte, würde es, glaube ich, Ewigkeiten dauern. Andererseits, wenn ich wahrscheinlich immer so ein bisschen auf Vorspulen gesetzt hätte, wäre es wahrscheinlich schon längst voll. So, der MF hat seine Aufgabe entledigt, endlich. Oh, 3,4 Millionen sind hier drin, ne? Der hat seine Aufgabe endlich erledigt, das ist schön. Dann können wir mal gucken. Wir haben ja die Viererwiese, ne? Wiese 4 Schwaden und Wiese 4... Okay, haben wir auch nicht komplett drin, ne? Aber wir haben hier zur BGA. Dann holen wir uns mal die BGA-Strecke mit dem... Scroll. BGA Ballen abladen. Und dann brauchen wir wieder Wiese 4 von BGA. Und dann können wir ihn da drauf schicken und dann kann er da gleich weitermachen. Wiese 4 von BGA... Zack. So, dann haben wir das alles. Dann kann der nämlich auch erstmal zur BGA wieder fahren, sich abladen. Hier ist alles sauber, ne? Ja, da liegt noch ein bisschen was, aber das wird dann später nochmal wieder zusammen gedingstet. Gedingstet. Genau so nennen wir das. Gedingstet. Und Umleuchten anmachen, wir sind voll. Wir haben schwere Ladung. Sind halt auch 21 Tonnen, ne? Aber jetzt können wir endlich loslegen mit Gülle fahren. Gülle fahren. Dann wird das Feld endlich mal wieder gedüngt oder die Wiese. Ich bringe das immer durcheinander, ne? Wiese, Feld, Wiese. Selbst nach, ich weiß nicht wie viel, 100.000 Folgen jetzt schon, bringt das immer noch durcheinander, dieser Tizian. Schlimm. Schlimm. Und die Zeit rennt schon wieder, ne? Schon wieder eine Folge fertig gleich. Also... Schon wieder 15 Minuten rum. Das ist echt der Wahnsinn. So, einmal hier rein und hier kannst du... Nein! Nicht in die Sonnenblumen fahren.
dass sie immer teilweise auf die verkehrten Dinger rauf wollen, ne? So, zack. Jetzt bist du auf dem richtigen, oder? Jo, tschüss. Das passt. Und hier haben wir auch schon gleich den richtigen Kollegen, den wir hier einstellen wollen. Und zwar müsste ich einmal, genau, ich bräuchte jetzt ja Sehen und Dünn. Wir brauchen die Wiese 01. Wiese 01, das stellen wir jetzt hier immer neu ein. Warum ich das so mache, weiß ich nicht. Weil ich das irgendwie immer noch nicht hingekriegt habe, das mal vernünftig zu machen, ne? Wir machen zweimal Vorgewende und das zum Schluss bitte. Zack, da haben wir den Kurs. Aber wir haben auch eine Strecke zum Güllebeladen, ne? Gülle, genau. Zack, da ist der Kurs. Und rein theoretisch müsste der passen schon, oder? Gegebenenfalls müssen wir da nochmal ein bisschen vor- und zurückfahren. Mit dem Gülle-Kollegen. Ich bin mir nicht sicher. Ne, das müsste passen. Das müsste passen. Eigentlich müsste er da sauber rauffahren. Das Einzige ist, wenn er bei Bubble 3 rauffährt, dann könnte es leichte Probleme geben. Aber gegebenenfalls könnte das passen. Hier könnten wir übrigens auch überlegen, uns was anderes zu besorgen, ne? Das kleine Güllefass ist nämlich auch geliehen. Ob wir uns da nicht was kaufen. Das wären eigentlich solche Sachen, wo ich sagen würde, okay, wenn wir das machen würden, dann kommen wir damit ein Schrittchen weiter, weil dann sparen wir uns ja immer diese Mietkosten, ne? Die jetzt zwar am Anfang habe ich die ja toleriert und finde sie auch gut. Also ich finde Mieten grundsätzlich gut, weil du kommst dann halt viel, viel schneller voran, meiner Meinung nach. Du kannst dir halt Sachen ausleihen, beziehungsweise Fahrzeuge leisten und benutzen, die du halt vorher nicht so nutzen konntest, ne? Und das ist natürlich um einiges besser, als die ganze Zeit so rumzuhängen. Auf jeden Fall in meiner Spielweise. So, den Kollegen bringen wir auf jeden Fall mal weg. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch... Oh, der MF ist am Überladepunkt angekommen. Ach ja, stimmt, den habe ich ja schon wieder zum Abladen geschickt. Was hier los ist, ne? Da ist auch noch ein bisschen Gras drin, aber das ist nicht so wild. Was hier los ist? Hier kommt ein Ablader nach dem nächsten. Einfach nur der Wahnsinn. So, kann ich da auf diesen kleinen Haufen noch rauffahren? Oh, da müsste ich da auch richtig einschlagen, ne? So, einmal hier hoch. Na, guck mal. Wäre sogar beinahe ziemlich hoch gekommen damit. Beinahe ziemlich hoch. Ja, das wird noch ein Spaß, das anständig zu verdichten, beziehungsweise da irgendwie anständig die ganzen Reste zu befüllen. Das stelle ich mir noch irgendwie ein bisschen komisch vor. Aber mal gucken, vielleicht ist es mit einem Trecker nachher besser. Wenn wir einen Trecker haben, der das Schild hinten dran hat. Habe ich das überhaupt noch mit einem Schild für einen Trecker hinten dran? Ich glaube, ich bin mir gar nicht so sicher. Doch, da vorne müsste eins noch liegen, ne? Ja, genau. Bist du eigentlich... Warte mal, ich weiß nämlich nicht, welcher Anhänger genau gemietet ist. Ich will den aber zurückgeben. Wir haben ja eh zwei Anhänger, ne? Guck mal, wir haben den und wir haben den, genau. Ich weiß nämlich nicht genau, welcher gemietet ist, deswegen muss ich den mal, gebe ich den einmal hier drüber zurück. Ich weiß, eigentlich mache ich sowas nicht. Ja, okay. Ich wusste es nämlich nicht genau, welcher Anhänger das ist. Und deswegen habe ich das lieber einmal so gemacht. Ich glaube, das ist nicht so schlimm, oder? Ist die Maschine hier zusammengeklappt und alles? Ja, ne? Scheint so. Scheint so, dass sie nicht aktiv ist. So, wir werden die einfach mal... Wenn die einfach mal wieder zurückbringt zum Händler. Und dann haben wir da auch schon wieder einen Batzen los, ne? Das ist auch wirklich... Dann kommen diese ganzen Tagesmieten nicht. Und so schnell wollte ich jetzt auch keine Ballen mehr machen. Das Einzige, was wir uns wirklich mal überlegen könnten... zu kaufen... Aber ich weiß gar nicht, ob die das kann. Ich habe ja diese Dings, diese Palettenbefüllmaschine habe ich jetzt ja von Maru. Die habe ich ja runtergeladen und installiert. Damit kann ich ja auf jeden Fall meinen Strohberg, den ich da habe, in Quaderballen umwandeln, was ich ziemlich cool finde. Die Geschichte ist natürlich, wenn ich jetzt irgendwie nochmal spontan Geld brauche, aber ich brauche spontan kein Geld. Nee, ich brauche spontan kein Geld, weil wir machen jetzt ja gleich Ernte. Wir werden ja gleich ein bisschen Dings ernten können. Und dann brauchen wir keine Kohle. Wenn ich Geld brauche. Wenn ich wirklich Geld brauche, mache ich eine Mission. Ja, so machen wir das. Wenn ich wirklich nochmal Geld benötige, dann werden wir uns
eine schöne Mission holen oder wir werden halt ein bisschen Holz machen. Da kriegen wir auch immer Geld. Ja. Weil ich kann jetzt einfach... Es hat zwar gut was gebracht, die ganzen gepressten Ballen und die Silageballen. Es hat echt gut was Geld gebracht. Es hat gut Geld gebracht. Ja, das war gut. Aber so sehr benötigen wir das auch nicht. Habe ich eigentlich schon? Nee, habe ich noch nicht. Das heißt, wir werden mal Folgendes machen. Wir werden mal das Gespann hier... Ja, ich wollte jetzt nämlich auch nicht einen Screenshot machen von dem Brandner-Anhänger und sagen, ey, ich habe mir jetzt den Brandner-Anhänger gekauft. Ne, dann werden wir diese Folge hier eher so ein bisschen taufen von wegen, dass ich die ganzen Sachen wegbringe. Weg aus der Mietfalle. Zack. Und dann holen wir mal... Ich finde das auch super toll mit dem Frontlader am Trecker jetzt, ne? Der Kramer ging mir irgendwie so ein bisschen auf den Piss, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also er hat mir nicht so hundertprozentig gefallen. Ich fand den schon zwar irgendwo ein bisschen witzig, ja, aber so letztendlich, weiß ich nicht. Ist halt nicht so meins gewesen. Nicht so mein hundertprozentiges Lieblingsfahrzeug auf dieser Karte. Ich überlege so ein bisschen, ich nehme das ja heute hier am Sonntag auf, deswegen hört ihr wahrscheinlich auch ganz leicht im Hintergrund, ich weiß gar nicht, oder vielleicht auch ein bisschen döller, die Glocken gerade wieder läuten. Ich nehme das hier am Sonntag auf und ich wollte ja heute nachmittags einen Stream wieder anschmeißen und ich bin am Überlegen, ob ich EVE Online spiele, das Raumschiffspiel, was ich da momentan spiele, oder ob ich eine Runde... Oder ob ich eine Runde Minecraft spiele. Sky Factory hätte ich auch wieder Bock drauf. Muss mal gucken. Vielleicht geht's tatsächlich. Vielleicht werde ich doch EVE Online spielen. Ich bin mir noch nicht so sicher. Ich glaube ja. Weil ich wollte eigentlich. Ja, mal schauen. Ach, guck mal hier, den Überladewagen, den bringen wir jetzt auch weg. Der hat auch seine Dienste erfüllt. Den brauchen wir so schnell auch wieder nicht. Zack. Das nächste Mal machen wir das anders. Also das mit dem Überladewagen ist eine schöne Geschichte gewesen. War auch ganz witzig. Hat auch gut was gebracht, muss man ganz ehrlich sagen. Aber im Großen und Ganzen könnten wir das auch so machen, das nächste Mal, dass wir einfach mit den Traktoren ranfahren ans Feld. Denn... Schnappen wir uns immer jeden einzelnen Traktor und fahren schnell selber damit nebenher und schicken den dann einfach wieder los, wenn er voll ist. Man hat das ja doch bei dem anderen Feld gesehen, bei dem 7er, glaube ich. 7 ist das, ne? Ja, bei der 7, dass es halt nicht so hundertprozentig funktioniert hat mit den CP-Fahrern. Da musste man ja auch immer wieder mal reinsteigen und nachsteuern, weil das halt noch nicht so die ideale Stelle war. Und ja, mal gucken. Lassen wir es einfach mal auf uns zukommen. Ich werde den jetzt erstmal wieder wegbringen. Das spart dann auch gleich wieder eine Tagesmiete. Und dann ist gut. Was machen die anderen beiden? Der eine verteilt ordentlich Gärreste. Der Tatra, da geht ein bisschen Gärreste raus. Genau, der T5 füllt sich gerade auf. Der MF ist zu 50% voll und der S7 zu 75%. Sehr schön. Das heißt, da passiert auch eine ganze Menge. Ah, endlich diese Großgeräte los, ne? Aber das finde ich ja ein bisschen auf der Stappenbach so ein bisschen, wie soll ich sagen? Es ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig auf der Stappenbach, da zurechtzukommen, da man, ja, wenn du da ein bisschen mit größeren Geräten unterwegs bist, ey, wie schnell du da überall immer hängen bleibst, ne? Das ist der Wahnsinn. So, zack, einmal hier raus und, lup, nicht konfigurieren. Ich muss den aber weiter wegstellen. Der steht zu dicht dran. Zack. Tsch. Und da haben wir übrigens, wo ich am Samstag, glaube ich, ne? Ja, genau, letzten Samstag war ich wieder bei Leo im Stream mit dabei und da haben die Mais gehäckselt und Mais abgefahren. Alter, war das krass. Wir waren mit 3-4 Abfahrern unterwegs und Leo war trotzdem nicht die ganze Zeit, also Leo ist den Häcksler gefahren und Leo war trotzdem nicht die ganze Zeit on Tour, weil... Ja, weil wir halt so eine weite Strecke hatten, ne? Und wir sind echt schon gerast. Tatsächlich, ey, das war... Also schönes Fahren war das nicht. Es war echt so ein bisschen Hektik.
Aber so ist es, glaube ich, in der Maisernte, ne? Guti. Wie gesagt, morgen werde ich noch mal ein bisschen was wegfahren. Mal gucken, wie das jetzt bei dem Gras einsammeln aussieht. Die, glaube ich, kommen ganz gut voran. Da müssen wir mal schauen. Für heute bedanke ich mich ganz recht herzlich bei dir wieder dafür, dass du eingeschaltet hast. Danke für den ganzen krassen Support. Wenn es dir gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wenn du möchtest, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.